Thomas Stratos, warum haben Sie sich dazu entschieden, neuer Trainer bei Fortuna Köln zu werden? Ich kenne Fortuna Köln eben aus meiner Vergangenheit als Spieler und finde einfach, das ist ein interessanter Verein, der mich weiterbringt, aber auch ich dem Verein weiterbringen kann, eben durch die Art Fußball zu spielen, was ich machen möchte. Und ich habe hier die große Möglichkeit, eben eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann eben auch meinen Fußball, der offensiv ausgerichtet ist, hier zu spielen. Sie sagen es, Fortuna Köln steht vor einem Neuaufbau. Wie soll der vonstatten gehen? Ich habe jetzt die Aufgabe eben oder die Möglichkeit eben Spieler zu suchen, die mir durch bekannte Freunde, Berater, Spieler, ehemalige Spieler eben angeboten werden. Das ist natürlich eine interessante Aufgabe, sie auszusortieren, zu suchen, zu sprechen und dann eben die Spieler auch unter Vertrag zu nehmen. Gibt es da vielleicht besondere Spielertypen, auf die Sie setzen? Ja, also ich sage immer, wenn ich ganz einfach das nehme, dann ist es, ich schaue mir Kinder an, die 8 oder 9 Jahre alt sind, die haben Spaß am Fußball und die sind gierig, eben auch so ein Spiel zu gewinnen mit Lachen und Freude. Und das ist das, was ich vielleicht im Erwachsenenbereich oder in unserem Bereich, wobei Erwachsenenbereich bei 20-Jährigen auch wieder zu groß ist, das ist das, was ich suche. Spieler, Fußballer, die geil sind auf Fußballspielen. Welche kurzfristigen Ziele streben Sie mit dem Südstadtclub an? Ich glaube, erstmal wollen wir eine Mannschaft zusammenstellen, die in der Lage ist, oben mitzuspielen. Das heißt, immer in der Nähe der ersten 5 Plätze. Das heißt, der Wiederaufstieg ist noch nicht das ausgegebene Ziel in dieser Spielzeit? Ein Ziel auszugeben jetzt wäre wirklich fatal. Aber wenn wir es hinkriegen, eine Mannschaft dahinzustellen, die da oben dabei ist, dann reden wir über mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.